Was geht ab, ihr geilen Glubschis? Herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, wie soll ich das Video nennen? Es ist eigentlich ein kleines Umfragevideo oder allgemein ein kleines Video. Und es baut wirklich darauf auf, dass ihr eure Meinung da lasst. Also bitte tut das auch. Wir im Kanal, nee, was? In der Videobeschreibung und dem Videotitel schon lesen konntet, geht das um einen neuen Kanalnamen. Ich bin da momentan am überlegen. Ich weiß, ich habe vor kurzem erst zu Glubschbros geändert. Auf jeden Fall, ich bin ja momentan alleine, müsste es dann zu Glubschbro, also es müsste zumindest auf Singular eingestellt sein, da ich ja alleine bin mittlerweile. Und ich bin trotzdem am überlegen über vielleicht einen komplett anderen Namen. Da schwebt mir zum Beispiel entweder der Minutemuff oder Minutemuff Gaming vor. Ich wurde nämlich von einer Freundin darauf angesprochen, dass der Name ein bisschen peinlich sei. Da muss ich zustimmen, es ist nicht seriös und ja, kommt halt in den falschen Kreisen vielleicht falsch rüber. Aber das hebt mich halt schon ein bisschen ab, der Name. Und eigentlich würde ich den Namen schon gerne wechseln auf Minutemuff Gaming, weil ich den Namen ziemlich geil finde. Auch die Abkürzung MMG, finde ich, kann einiges. Nur ich habe Angst, dass das dann mit dem Namen nicht mehr so gut läuft wie mit Glubschbro. Denn in den letzten 28 Tagen habe ich 40 Abonnenten gekriegt. Und das kommt eigentlich, ich weiß nicht, ob das wirklich daher kommt, aber seitdem ich halt den Namen Glubschbros habe, funktioniert das richtig gut auf YouTube. Ich mache gerade einen harten Abgang. Was mich wirklich wahnsinnig freut. Und ich würde es schade finden, dass wenn ich einen neuen Namen nehme, dass ich dann halt nicht mehr mich so von der Masse abhebe, denn Glubschbros oder Glubschi oder sowas, ich hatte mal nachgeguckt, so heißt keiner. Und das ist halt ein Name, der sich auch einprägt, weil der halt ziemlich bekloppt ist. Von daher, ja, muss ich mal gucken. Ich werde mal eine Testwoche machen. Ich glaube, ich werde heute mal anfangen. Und dann bis nächste Woche werde ich dann mal gucken, wie sich das verlaufen hat. Mit den Namen. Ich werde den einfach mal einstellen mit dem Muff Gaming und dann werde ich mal gucken, wie das so rüberkommt bei euch. Ich hoffe, dass das trotzdem gut läuft und was ihr dazu findet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, denn ja, das Einzige, was mich eigentlich halt wirklich an Glubschbro hält, ist, dass es mit dem Namen so gut läuft. Was denke ich daran liegt, dass der halt, man prägt ihn in sich halt ein, weil der ist einzigartig, ne? Und ziemlich beknackt, muss ich zugeben, ja. Aber er ist halt einzigartig und man hebt sich halt von der Masse ab. Ja, da ist halt meine einzige Befürchtung wirklich, wenn ich den Namen ändere zu einem anderen, der mir lieber gefällt, dass es dann nicht mehr so gut vorangeht auf YouTube. Deswegen, ja, bitte ich euch darum, lasst mir mal eure Meinung da. Ich werde auch mal bei Facebook und bei Twitter nochmal nachfragen, wie es da aussieht. Da könnt ihr auch nochmal eure Meinung denn da lassen. Ansonsten hier in den Kommentaren. Und ja, es interessiert mich halt echt, was ihr von den Namen haltet. Ob ich den alten behalten soll oder den neuen halt nehmen soll. Da, ja, würde ich mich auch ein bisschen dann halt danach richten, was ihr denkt und auch wie das ankommt. Denn eigentlich habe ich nichts gegen den Namen Glubschbro, außer dass er halt nicht so seriös rüberkommt. Da habe ich mir dann vorgestellt, wenn ich später mal größerer YouTuber sein sollte, dann hänge ich da so, komme als Gastauftritt irgendwie in eine Show rein oder sowas. Und dann wird da einfach gesagt, yo, jetzt haben wir den Glubschbro hier. Und dann alle Facepalm, 30 Millionen Leute schalten ab. das habe ich mir einfach so vorgestellt. Aber ja, ich würde eigentlich schon gerne einen originelleren Namen haben, aber ich möchte halt nicht riskieren, dass ich irgendeinen komischen Namen dann habe und es nicht mehr läuft. Also keinen komischen Namen, aber einen anderen Namen und dann läuft es nicht mehr. Das würde ich nämlich sehr schade finden, weil es richtig Laune macht, jetzt mit euch aufzunehmen und für euch aufzunehmen. Da es halt so gut läuft, ich kriege gutes Feedback und mehrere Leute kommen immer. Im Durchschnitt mache ich jetzt eigentlich so jeden Tag mindestens einen Abonnenten. Manchmal halt auch an ein, zwei Tagen keinen, aber dafür komme ich auch wieder zu zwei neuen Mal.
Deswegen, ja, da muss ich halt mal gucken. Ich werde jetzt mal eine Testwoche machen. Ich werde mir mal angucken, wie das so im Verhältnis dann läuft. Ob immer noch so viele auf meinen Kanal vorbeigucken. Und ja, wie sich das denn halt verläuft mit eurem Feedback und alles. Da bin ich mal gespannt. Also lasst mir bitte eure Meinung da, damit ich da einen Anhaltspunkt habe. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Spätestens in einer Woche dann, wo ich die Entscheidung für den Namen festgelegt habe. Scheiße. Ich wollte eigentlich. Das hätte so gut gepasst, wenn ich hier jetzt ins Ziel gesprungen wäre. Ich krieg Hurenkrebse. Was? Warum? So. 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 Das hätte viel schneller sein können. Aber egal. Das habe ich eh nur gemacht, um hier, damit ihr was sehen könnt. So, ich verabschiede mich und lasst bitte eure Meinung da, denn darauf beruht dieses Video und auch ja die Zukunft des Kanals. Von daher lasst mir bitte eure Meinung da und dann werden wir mal sehen, wie es in einer Woche aussieht. Da werde ich euch dann auf jeden Fall nochmal informieren und dann verabschiede ich mich. Bis dahin, tschüss. Alles nochmal.